Diesen Winkel habe ich vorher noch rasch nachgemessen, das ist ungefähr 36,5 Grad. Um jetzt diesen Tangens, also das Verhältnis der beiden Seiten auszurechnen, kann ich direkt 36,5 Grad eingeben und dann auf den Tangens-Knopf drücken. Dann rechnet er mir all diese Verhältnisse, das ist immer die gleiche Zahl, von diesem Winkel aus. Also Tangens, dann erhalten wir 0,739, also 0,74, etwa das, was wir hier ja auch nachgemessen haben. Schön. Also mit dieser Situation können wir jetzt solche Verhältnisse von An- und Gegenkatheten ausrechnen. Kommt es darauf an, wo braucht man das? Manchmal hat man den Winkel, man sucht zum Beispiel die Gegenkathete, wenn die Ankathete gegeben ist. Oder man hat vielleicht die Gegenkathete und die Ankathete und sucht den Winkel. Also dieser Zusammenhang zwischen den beiden Seitenverhältnissen und dem Winkel wird eben durch den Tangens gegeben. Jetzt habe ich versprochen, über Sinus und Cosinus nachzusprechen. Das ist eigentlich ganz ähnlich. Beim Sinus und beim Cosinus nimmt man nicht die zwei Seitenverhältnisse, sondern man nimmt die Hypotenuse mit hinzu. Also man sagt zum Beispiel die Gegenkathete verglichen mit der Hypotenuse. Aber das ist ja immer dann gleich groß, das Verhältnis für all diese Dreiecke mit gleichem Winkel. Wenn wir es beispielsweise... Wenn wir jetzt also andere Dreiecke nehmen, auch rechtwinklige, aber uns mal auf die Gegenkathete und die Hypotenuse konzentrieren. Wir hier zwei so Beispiele, immer der gleiche Winkel Alpha hier. Die Gegenkathete ist immer noch die Seite hier, entgegen, also auf der anderen Seite gegenüber dem Winkel Alpha. Die Hypotenuse ist dann die Seite hier. Dann ist das Verhältnis aus Gegenkathete durch Hypotenuse beim roten Dreieck gleich groß wie hier beim grünen Dreieck. Auch da sind die Verhältnisse gleich bei ähnlichen Dreiecken, wenn der Winkel Alpha gleich ist. Beides sind ja, wie gesagt, auch wieder rechtwinklige Dreiecke. Und dieses Verhältnis Gegenkathete durch Hypotenuse, das heißt dann Sinus von Alpha. Das eine Zahl, die vom Winkel abhängig ist. Wenn man den Winkel kennt, kann man die Zahl dann mit diesem Sinus berechnen. Auch da könnte man in Tabellen gehen und all diese Verhältnisse, die denkbar sind, sich raussuchen und tabellieren. Aber auch da haben wir natürlich einen Taschenrechner. Jetzt konkret, wenn wir jetzt da schauen, was das Verhältnis ist, nehmen wir mal das grüne Dreieck, dann schauen wir mal nach, da haben wir jetzt etwa 6 cm. Und da bei der Hypotenuse haben wir 11,5 cm mal so geschätzt. Das heißt, Gegenkathete durch Hypotenuse für dieses konkrete Beispiel wäre jetzt 6 durch 11,5 gleich 6 durch 11,5 ist 0,52. Ungefähr 0,52. Wenn ich jetzt den Winkel hier nachmesse, Alpha, das ist in diesem Beispiel, habe ich vorher rasch kontrolliert, 31,5 Grad. Also wenn ich jetzt da diesen Winkel 31,5 Grad direkt jetzt den Sinus berechnen würde, also nicht über diesen Umweg, indem ich das nachmesse, dann habe ich hier 31,5, nehme den Sinus und erhalte 0,522, also ziemlich genau das gleiche. Also Sinus von 32,5 Grad ist auch 0,52, was wir erwartet haben. Also wir können sagen, Gegenkathete durch Hypotenuse ist der Sinus, Gegenkathete durch Ankathete ist der Tangens. Ja, und jetzt kann man noch sich das dritte Beispiel rasch anschauen. Wenn ich nämlich jetzt da die Ankathete und die Hypotenuse vergleiche. Also Ankathete durch Hypotenuse. Auch das ist natürlich jetzt bei diesen Dreiecken immer das gleiche Verhältnis, wenn ich den Winkel Alpha nicht ändere.
dann nennt man dieses Verhältnis Cosinus von Alpha. So, das wären die drei Winkelfunktionen, wie sie im rechtwinkligen Dreieck definiert sind, also Sinus, Cosinus und Tangens. Es geht also immer um diese Verhältnisse der Seiten im rechtwinkligen Dreieck. Das Verhältnis ist immer vom Winkel Alpha abhängig, aber da gibt es Tabellen oder eben Taschenrechner, die einem dieses Verhältnis direkt liefern. Man muss das nicht nachmessen oder erraten oder in Tabellen nachschauen. Der Taschenrechner hilft einem da enorm. Was jetzt oft das Problem ist, ist die Frage, ja, wie liegt denn das Dreieck? Das ist nicht immer so schön da im entlang x und entlang y orientiert, oder? So ein Dreieck, wenn man das mal hat, das kann auch irgendwie so liegen, schräg. Und in so einem Fall geht es eigentlich immer darum, dass man den Winkel Alpha findet und den rechten Winkel findet. Also wenn ich jetzt beispielsweise eine Aufgabe habe, wo zum Beispiel eine schiefe Ebene ist, da ist ein Winkel Alpha, also auf der anderen Seite, dann habe ich hier vielleicht die Schwerkraft, die da nach unten wirkt, und vielleicht eine andere Farbe nehmen. So. Ich möchte von dieser Schwerkraft jetzt die Komponente in dieser Richtung erkennen. Also ich möchte wissen, wie groß ist diese sogenannte Hangabtriebskraft in der Physik jetzt. Dann hat man ja hier für die Komponente hier eigentlich das rechtwinklige Dreieck zu zeichnen. Das heißt, man muss dann in dem Dreieck hier sich mal orientieren und schauen, wo ist der rechte Winkel, das haben wir bereits gesehen, der ist da. Wo ist der Winkel Alpha? Und da muss man jetzt einfach sich vorstellen, dass ja dieser Winkel Alpha hier auch da vorkommt. Die Seite ist senkrecht auf der her, hier. Und die Seite ist senkrecht auf der hier. Das heißt, die zwei Seiten hier schließen den gleichen Winkel ein. Und wenn man jetzt die Komponente haben möchte, die kennt man, das ist die Hypotenuse. Die Komponente hier ist ja die Gegenkathete in diesem Dreieck. Wenn man so drehe, ist das ja quasi das Dreieck, was wir vorher hatten, da horizontal, da geht es hinunter, das war die Gegenkathete. Dass wir dann eigentlich das Verhältnis bilden können, Gegenkathete durch Hypotenuse, und das ist nach dem, was wir vorgesehen haben, der Sinus von Alpha. Das Gegenkathete durch Hypotenuse ist Sinus Alpha. Jetzt ist in dem Fall die Gegenkathete ja das Gesuchte, die Hypotenuse ist das, sagen wir, bekannte, m mal g. Das heißt, wir können dann nach g auflösen, nach dem gesuchten g, und sagen, g ist gleich h, die Hypotenuse, mal der Sinus von Alpha. Also zum Beispiel ist dann die Hypotenuse ja die Gewichtskraft, m mal g, und der Sinus von Alpha könnte zum Beispiel 30 Grad sein. Da können wir sagen, das ist mal Sinus von 30 Grad. Das m mal g, das ist irgendeine Gewichtskraft, wenn das zum Beispiel 1 Kilogramm wäre, 1 Kilogramm Masse mal 9,81 Meter pro Sekunde im Quadrat, dann hätten wir jetzt hier, das jetzt 1 Kilogramm ist, hätten wir jetzt hier 9,81 Newton, 1 Kilogramm mal 9,81 Meter pro Sekunde im Quadrat gibt 9,81 Newton, mal der Sinus von 30 Grad. Jetzt kann man das natürlich wieder wunderbar ausrechnen, 30 Grad, der Sinus davon ist gerade 0,5, das ist kein Zufall, mal 9,81, dann haben wir 4,91 etwa Newton.